Ziemlich krasse Bewegungen an den Märkten. Wir erinnern uns, Donnerstag Abverkauf, dann Rallye, Freitag guter Start, dann Abverkauf gestern, massive Rallye, heute dann über Nacht US-Futures positiv. Das richtet nach der nächsten Rallye, die ein ziemlich dicker, gigantischer Short-Squeeze ist. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze dieser Rallye? Und da dürften wir nicht mehr weit entfernt sein. Da dürfte nochmal ein Schlag nach unten kommen, bevor wir dann vielleicht einen Boden zumindest kurz- bis mittelfristig ausgebildet haben. Rallye, warum? Naja, es gab die Meldung, dass die Bank of England erstmal ihr Quantitative Tightening, also die Reduzierung der Bilanzsumme, verschieben wird. Und das ist für die Märkte eine gute Nachricht, weil sie sagen, siehst du, das System ist so fragil, dass die Bank of England jetzt aus Angst vor dem Kippen von Pensionsfonds, aus Angst vor den Turbulenzen an den Anleihemärkten jetzt die Straffung der Geldpolitik weiter aufschiebt. Da ist sie vielleicht nicht die erste und nicht die letzte. Die erste schon, aber wahrscheinlich nicht die letzte. So die Logik, das hat heute Morgen beflügelt. Unterdessen hat Liz Truss sich entschuldigt für ihre Fehler. Mal sehen, ob das reicht, um zu verhindern, dass sie bald keine politische Rolle mehr spielen wird. Jedenfalls sehen wir, dass eben diese Pensionsfonds letztendlich der erste tote Fisch sind, die an der Oberfläche schwimmen aufgrund des monetären Klimawandels, der die See, der das Wasser gewissermaßen erhitzt und den Fischen die Luft zum Atmen nimmt. Und da haben wir jetzt diese LDI-Fonds oder diese Investment-Vehikel von den Pensionskassen als erste Opfer gesehen, aber es sind viele andere eben auch gefährdet. Hier warnt ein großer Hedgefondsmanager, nämlich es ist Paul Marshall, sagte, ja, das ist eben nur das Startsignal für viel größere Probleme. Die Geschichte wird uns praktisch, naja, um die Ohren fliegen aufgrund dieser hawkischen Haltung jetzt der Notenbanken. Let's raise rates until something breaks. Why not? So sagt hier Gold Telegraph, lass uns also die Zinsen anheben, bis etwas bricht. Und genau das versuchen die Notenbanken derzeit, das versucht die Fed, während die Bank of England ja zurückrudert, jetzt ganz offenkundig. Jetzt haben wir gestern diesen Short Squeeze gesehen, Dow 550 Punkte nach oben, Nasdaq knapp 3,5% im Plus. Wir hatten gute Bank Earnings gestern, die Bank of America, aber es war vor allem auch ein Short Squeeze, den wir hier gesehen haben, Hedge Funds massiv short. JP Morgan nutzt jetzt diese Rallye und sagt, naja, wir reduzieren jetzt etwas unsere Aktienquote und gehen mehr in Anleihen. Anleihen auch sehr unterinvestiert. Aber JP Morgan, wir erinnern uns, Marco Kolanovic, der lag nicht so gut wie etwa Mike Wilson. Ich hatte das gestern thematisiert. Das war ein wesentlicher Grund der Rallye, dass ein Permabär, nämlich Mike Wilson von Morgan Stanley, der immer sehr gut gelegen hatte, jetzt sagt, Leute, kurzfristig ist jetzt Luft nach oben. Das hat natürlich auch einen Move nach oben bedingt, der dann durch diesen Short Squeeze letztendlich noch beschleunigt wurde. Er sagt hier, die 200-Wochen-Moving-Average hat gehalten. Dadurch kann jetzt mal was nach oben kommen und erwartet sogar 4150 Punkte, ist im kurzen Zeitfenster wohl etwas hochgegriffen, wie mir scheint, aber wir sehen eben diese Unterdeckung, diese Unterexposure von Risk Parity Funds, also Fonds, die Aktien und Anleihen im Depot haben müssen, da sehen wir extreme Unterinvestitionen und wir sehen eben vor allem am Optionsmarkt der Ratio of Put Delta zu Call Delta. Da ist praktisch eben alles short, was irgendwie short ist, und so sehen wir dann eine solche Bewegung. Die Retail-Investoren haben pünktlich, also die Privatinvestoren, pünktlich ihre Put-Positionen ausgebaut zu einem Zeitpunkt, als der Markt extrem überverkauft war, und dann kam noch ein Biggest Buy Program in History, dann kamen noch Algos mit dazu, die richtig zugelangt haben, und fertig war dieser historische Short Squeeze, so muss man es sagen. Aber jetzt kommt die US-Berichtssaison und jetzt wird es schwieriger. Wir haben heute Goldman Sachs nach Bank of America und Morgan Stanley, respektive JP Morgan, nicht Schlimmes zu erwarten wahrscheinlich. Dann haben wir Netflix heute nachbörslich und wir haben vor allem Tesla nachbörslich. Da dürfte nochmal Schmerz drohen, dürfte nochmal etwas passieren, dürfte nochmal Druck auf die Märkte kommen. Und insgesamt, so sagt es jetzt Bloomberg Economics, gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 100% für eine Rezession
In den USA, Joe Biden hat gesagt, our economy is strong as hell. Unsere Wirtschaft ist so stark wie die Hölle. Ja, oberflächlich schon, unter der Oberfläche, da brodelt es schon ziemlich gewaltig. Bloomberg Economics, Economics sagt, wie gesagt, 100% der Rezessionswahrscheinlichkeit. Und die letzten 8 Rezessionen sind immer dann entstanden, wenn sich die 3-monatige und die 10-jährige US-Staatsanleihe invertiert haben. Da sind wir jetzt kurz davor, 5 Basispunkte, also 0,05. Prozent könnte man sagen, ist man da noch entfernt von der Rendite, also das dürfte bald passieren und dann das Signal sein, dass wir hier wirklich vor einer Rezession stehen. Die Herrschaften von der Wall Street, etwa ein Jamie Dimon, sagen, nein, nein, der Consumer ist in very good shape, der ist richtig stark, dem Konsument geht's gut. Fraser von der City sagt es ähnlich, Monahan von Bank of America, Consumers are spending, they have money, they are employed and they have good credit, also alles super, alles gut. Die Herrschaften müssten es ja eigentlich wissen, denn sie sehen die Kreditkartennutzung. Sie sehen, was da los ist eigentlich bei den Kunden. Ich glaube trotzdem, dass sie sich irren werden. Und sie irren sich, weil eben diese hawkische Haltung, diese restriktive Haltung der Fed eben dazu führt, dass das alles auch für die Konsumenten sehr viel schwieriger wird, die ohnehin schon unter der Inflation leiden. 75 Basispunkte dürfte die Fed ja bald im Anfang November die Zinsen anheben. Dann wären wir praktisch schon überhalb der 10-jährigen Rendite mit den Leitzinsen. Der Bondmarkt ist darüber nicht amüsiert. 50% der US-Staatsanleihenkurven sind inzwischen invertiert. Und die Fed macht einfach weiter. Jetzt hat Mohamed El Erian, sehr respektiert an der Wall Street, ehemaliger PIMCO-Chef und jetzt Allianz-Berater, hat gesagt, die Fed hat ein Riesenthema. Sie hat an 4 Punkten versagt: Analyse, Prognosen, Handlungen und Kommunikation. Und das Problem ist, sie ist nicht mal dafür verantwortlich zu machen, also haftbar zu machen in irgendeiner Form. Mohamed El Erian, ein sehr gemäßigter Mensch, wenn der so eine solche Breitseite schießt gegen die Fed, dann erregt das Aufsehen und das ist das erste klare Anzählen einer zentralen Planungskommission in Sachen Geldpolitik, nämlich der Fed. In Sachen Legitimität, in Sachen, naja, kann das noch ein Modell sein für die Zukunft, eine solche US-Notenbank? Und da stellt dann auch die Frage nach der EZB. Dazu kommt jetzt dieser Skandal um Bostik, der jetzt wieder ziemlich runtergekocht wird, der ja 150 Trades gemacht hat und gesagt hat, oh, ich wusste gar nicht, dass ich dagegen irgendwelche Regularien verstoße. Das zeigt letztendlich, wie die Dinge stehen innerhalb der Fed. Und eben diese Fed, so erwarten die Märkte, wird jetzt ihre Zinsen bis fast 5% im nächsten Jahr anheben. Die EZB auf 3%, so zumindest die Erwartung der Märkte. Und ja, es ist das Problem derzeit, dass jetzt weniger eigentlich die Notenbanken das Ruder in der Hand haben, sondern die Governments. Die versuchen letztendlich Garantien auszusprechen. Wir sehen das Zusammenspiel etwa zwischen Bank of England und Politik, jetzt zwischen dem Finanzminister, dem neuen, und Bank of England Chef Bailey. Das zeigt sich schon, was da los ist. Da übernimmt teilweise auch die Notenbank dann politische Aufgaben, indem sie Energiefirmen stützt. Aber tendenziell sehen wir jetzt mit diesen ganzen Unterstützungen in Sachen Energiekrise, sehen wir, dass eben der Staat immer mächtiger wird. Und so sieht es auch Russell Napier, der hier sagt, die Kraft des Geldschöpfens geht über mehr oder weniger jetzt zu den Regierungen von den Notenbanken. Das sei praktisch die Rückkehr des Paradigmas, das wir bis 1979 gesehen haben. Kein Kommunismus, kein Marxismus, aber eine Art Dirigismus, wie Russell Napier hier sagt. Sehr kluger, sehr starker Kommentar. Wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, hier sehen wir, ja, wir hätten jetzt 28% verloren, oder wenn wir 28% verlieren, dann hätten wir 85% eines typischen Bärenmarkts auch schon hinter uns. Das kann diesmal auch in etwa hinkommen. Durchschnitt ist 33%, 78% einer Recession wäre eingepreist. Das heißt, wenn wir eine Rezession haben und einen Bärenmarkt, dann ist der durchschnittliche Rücksetzer 35%. Hier sehen wir das mal. Da gibt es den longest bear market, den worst bear market, sehen Sie unten hier in der Grafik. Da hätten wir also schon noch durchaus Strecke, wenn das ganz übel enden sollte. 2008 war es ganz ähnlich wie jetzt, was den Kursverlauf betrifft. Es ist immer schwierig, solche Kursparallelitäten aufzuzeigen. Aber dennoch, wir sehen, auch da war eine Erholung jetzt zu diesem Zeitpunkt drin. Und dann ging es nochmal deutlich nach unten. Wird das diesmal auch so passieren? Wahrscheinlich ja. Wir haben jetzt durch diese impulsive Rallye gestern und dann
auf der Future-Basis wohl ein bisschen, kurzfristig zumindest, ein bisschen zu viel aus der Pulle genommen. 3750 Widerstand, 3800 Widerstand, da dürfte der Index nicht drüber gehen, der Leitindex S&P 500 hier, Chart von Ron Walker, der das hier mal skizziert hat. Hier sehen wir mal den S&P 500, diesen Breakout nach unten, der dann gekauft wieder wurde mit dieser Rallye, die wir dann nach den Daten am Donnerstag gesehen haben. Jetzt haben wir es geschafft, über dieses Verlaufshoch von Freitagvormittag zu kommen auf Future-Basis, sind also bis 3700 knapp 50 gelaufen, 3800 der Widerstand hier in dem Chart von, ich vergesse jetzt, wer da der Sponsor dieses Charts ist, Capital.com, meine Damen und Herren, Sie haben es schon geahnt. Kommen wir jetzt mal zurück, nochmal nach Deutschland. Fazit also zu den US-Märkten, da ist nochmal mit was zu rechnen. Schwungvolle Rallye, impulsive Rallye, Short Squeeze, aber da ist dann irgendwann die Luft raus aus dem Short Squeeze. Dann nochmal ein Rücksetzer, dann ein Boden, der gebildet werden kann Ende Oktober, Anfang November, noch vor den US-Zwischenwahlen. Das wäre die derzeitige Erwartung meinerseits. Jetzt haben wir heute 11 Uhr den ZDW-Index. Da bin ich gespannt, wie der reinkommt. Dürfte noch schlechter werden im Oktober. Und wir sehen, da sind wir schon viele, viele Monate ganz, ganz böse im negativen Bereich. Immerhin, jetzt Kanzler Scholz mit einem Machtwort, Atomkraftwerke, die drei laufen mindestens bis April weiter. Die Damen Lemke und Ricarda Lang finden das natürlich nicht so toll. Ist für die Netzstabilität nicht erforderlich, sagt etwa Ricarda Lang, die mit 28 Jahren noch nie eine Firma von innen gesehen hat, geschweige denn ein Studium beendet hat. Gut, das kann passieren, aber das sind eben Menschen, die in einer Blase leben, die nicht wissen, wie es ist, wenn du in der Industrie arbeitest und Angst um deinen Arbeitsplatz hast. Und jetzt zumindest dieser Schritt der Vernunft, wenngleich Simon Bettschinger zu Recht fragt, warum nur bis April 2023? Das Problem werden wir nächsten Winter wieder haben. Das wird ja nicht von alleine weggehen, sehr wahrscheinlich. Und jetzt hier neue Daten zeigen, dass in der EU zwischen März und September so viel Strom aus erneuerbaren Energien produziert wurde wie noch nie. Nämlich 24% der Elektrizität stammen aus Wind und Sonne. Schön, aber was ist mit den anderen 76%? Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr sind als 24%, aber mehr als drei Viertel sind noch aus anderen Energiequellen und jetzt zu tun, als könnte man da sofort raus, was ja derzeit weitgehend passiert, ist natürlich massiv illusorisch. Dann auch ein wichtiger Faktor, meine Damen und Herren, Gaspreis fällt deutlich. Heute geht dieser Fall weiter. Unter 120 Euro sind wir gefallen. Wir waren bei 350. EU plant dynamischen Preisdeckel für die größte Gasbörse in Amsterdam. Da werden heute Entscheidungen fallen. Das wird sehr, sehr wichtig. Erste Artikelempfehlung, schauen Sie sich das mal an, warum der Gaspreis eigentlich fällt. Inzwischen sehen wir zum Beispiel, dass der spanische Gasversorger sagt, wir kriegen so viel Flüssiggas, dass wir gar keine Kapazitäten haben, mehr das aufzunehmen. Biden will in den USA jetzt die Ölreserven weiter anzapfen. Also erste Empfehlung Gaspreis, zweite Empfehlung Aktien, es juckt in den Fingern, ist der Zeitpunkt jetzt da zu kaufen? Da Henrik Leber mit interessanten Aussagen und Goldpreis. Wie steht die Chance auf eine Erholung? Dritte Empfehlung, also für jeden auf jeden Fall was dabei. Gaspreis, Zeit für Erholung jetzt bei den Aktienmärkten, sollte man schon zugreifen. Oder eben auch der Goldpreis, ob der jetzt Chancen bietet. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Servus, ciao.